2011, das ist für die Wissenschaft das Jahr der Gesundheit. Und wir starten unsere Thinking Reporter-Reihe gleich bei einem großen Unternehmen, das eine Vielzahl unterschiedlicher medizinischer Produkte herstellt. Wir sind im nordhessischen Melsungen bei der Firma B. Braun. Das Unternehmen versorgt von hier aus den Gesundheitsmarkt auf der ganzen Welt. Und natürlich funktioniert hier nichts ohne das Wissen von Ingenieuren. Werfen wir also mal einen Blick in die Produktion. B. Braun ist ein führendes Unternehmen der Gesundheitsbranche, das Pharma- und Medizinprodukte für Krankenhäuser, ambulante Arztpraxen sowie chronisch Kranke herstellt und vertreibt. Dazu gehören etwa Infusionslösungen oder Einmalspritzen, wie auch Produkte zur Wundversorgung. Insgesamt hat B. Braun über 30.000 Produkte im Angebot, von denen das Unternehmen einen großen Teil selbst herstellt, mit 40.000 Mitarbeitern weltweit. Unter ihnen viele Ingenieure, die so einen großen Beitrag für die Gesundheit leisten. Ja, wir sind gleich in der Reinraumproduktion. Hier werden etwa Infusionslösungen hergestellt und damit hier überhaupt keine Bakterien reinkommen, muss ich mir jetzt erstmal diesen Schutzanzug anziehen. Die Haube habe ich ja schon auf. So, ganz schön anstrengend hier. Ich glaube, jetzt kann es losgehen. Ja, jetzt bin ich endlich drin. Es ist sehr warm unter dem Overall. Sebastian Jacobi arbeitet hier, ist Projektingenieur im Bereich Pharma. Beschreiben Sie mal, was machen Sie hier, Herr Jacobi? Also wir planen, realisieren und qualifizieren Pharma-Produktionsanlagen am Standort Melsung, aber auch weltweit für den B. Braun-Konzern. Angefangen von der Wasseraufbereitung über Ansätzen von Lösungen, die abfüllen, entsprechend verpacken, sterilisieren, entverpacken, palettieren, bis zum Fertigprodukt für den Kunden. Jetzt haben Sie gerade ein Stichwort genannt, steril. Worauf müssen Sie als Ingenieur besonders achten, damit hier die Produktion absolut steril und ohne Bakterien abläuft? Ja, die Herausforderung besteht insbesondere darin, dass wir strenge behördliche Anforderungen und Regelungen haben, wie wir diese Sterilität, die Reinheit des Produktes garantieren können. Und müssen dort natürlich darauf achten, dass wir die richtigen Materialien verwenden, die Anlage richtig designen und konzipieren, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und natürlich am Ende auch beweisen, dass die Anlage diese Anforderungen tatsächlich erfüllt. Ja, vielen Dank. Das war eine Produktionsanlage von B. Braun. Schauen wir doch mal, was das Unternehmen sonst noch herstellt. B. Braun hat sich zum Beispiel in der Chirurgie und Orthopädie mit seiner Sparte Esculap, mit Hüft- und Knieimplantaten sowie mit chirurgischen Instrumenten einen Namen gemacht. Und auch im Bereich der Blutreinigung, mit Hilfe von Dialysemaschinen, nimmt das Unternehmen weltweit eine führende Position ein. Dialysegeräte werden zum Beispiel bei Nierenpatienten eingesetzt. Und um deren Behandlung noch effektiver und wirkungsvoller zu machen, sind ständig neue Innovationen vonnöten. Andreas Schade ist Entwicklungsingenieur hier bei B. Braun für solche Maschinen. Herr Schade, das hört sich nach einer spannenden und vor allem verantwortungsvollen Aufgabe an. Ja, in der Tat haben wir es bei der Entwicklung von Dialysegeräten mit einer Reihe von Anforderungen zu tun. Da sind zum Beispiel die rein technischen Parameter, die es zu erfüllen gilt. Darüber hinaus beschäftigen wir uns aber auch mit Themen wie Verträglichkeit von Materialien, Biokompatibilität. Und wir haben natürlich auch darauf zu achten, dass später der Bediener, das Pflegepersonal gut mit dem Gerät umgehen kann. Und hierzu machen wir auch im frühen Entwicklungsprozess bereits Tests. Und ja, nicht zuletzt haben wir auch natürlich die Pflicht, eine Risikominimierung zu betreiben. Mhm.
Jetzt waren Sie ja lange in der Automobilindustrie als Konstruktionsingenieur tätig. Seit 2 Jahren sind Sie hier bei B. Braun, wie Sie mir vorhin sagten. Was hat Sie denn zu dieser Entscheidung gebracht, die Branche zu wechseln? Ja, nun ist es ja so, dass wir bei der Entwicklung dieses Dialysegerätes es mit einem sehr komplexen System zu tun haben. Und da bekommt der Austausch zwischen den Fachbereichen eine besondere Bedeutung. Das heißt, ich habe immer wieder Gelegenheit, mich mit Kollegen aus anderen Fachbereichen, zum Beispiel Software, Hardware, auszutauschen und bekomme Einblick in deren Arbeit und kann auch so meinen Wissenshorizont erweitern. Natürlich darf man auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, dass am Ende der Patient steht und das Gerät am Patient betrieben wird und man dadurch auch dazu beitragen kann, dass es dem Patienten ein Stück weit leichter gemacht wird und es ihm besser geht. Verantwortungsvolle Aufgaben und interessante Jobs hier bei B. Braun. Einen absoluten Job-Experten hat jetzt Carsten vor dem Mikrofon. Und wir sind gespannt, wer das ist. Carsten. Ja, genau, Christoph. Wir haben 2 von 500 Ingenieuren vorgestellt, die bei B. Braun in Deutschland arbeiten. Und Herr Sauerwald ist Personalleiter hier am Standort in Melsungen. Herr Sauerwald, welche Chancen haben Ingenieure bei Ihnen bei B. Braun und im Gesundheitsmarkt generell? Generell im Gesundheitsmarkt bieten sich hervorragende Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten für Ingenieure. Wir setzen Ingenieure innerhalb der B. Braun Melsungen AG vornehmlich in den Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, im Qualitätsmanagement, aber auch im Marketing und im Vertrieb ein. Und welche konkreten Anforderungen haben Sie an die Bewerber? Wir erwarten natürlich zunächst einmal solide Grundkenntnisse in Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, aber auch gute Sprachkenntnisse in Englisch. Darüber hinaus selbstverständlich ist die Anforderung, sich auch fachspezifisch weiterbilden zu wollen. Ingenieure, die auch Mitarbeiterverantwortung übernehmen wollen, zum Beispiel als Projektleiter oder in Managementfunktionen, müssen über eine hohe Sozialkompetenz verfügen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für diese Aufgabe. Ja, wie man sieht, bietet die Medizintechnik eine Menge vielfältiger und großer Herausforderungen. Denn solange es Krankheiten gibt, haben auch Ingenieure alle Hände voll zu tun. Und nicht zu vergessen die Riesenverantwortung für das Leben und die Gesundheit vieler Menschen. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr das Jahr 2011 gesund begonnen habt und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.